So, willkommen zurück. Bende Bob ist noch dabei. Wir haben einen neuen Gast bekommen. Den kennt ihr vielleicht jetzt nur hier aus dem Chat. Das ist Nick vom Kanal Nick genau. Gaming. Hallo erstmal. Genau. Eigentlich kommt morgen um 1 kommt ein Infovideo, wo wir so ein bisschen die Neuerungen der Version 09 vorstellen. Da wird Nick auch dabei sein. Ups, da ist er mir vorbeigelaufen. Und Bennett Bob kennt sich noch gar nicht aus mit dem Spiel, deswegen müssen wir... Ich bitte vorerst um ein bisschen Nachsicht auch an den Stream und keine Kommentare aller. Doch, das Spiel mal erst richtig hier. Genau. Bennett Bob kennt's ja noch nicht. Ich hab Welpenschutz. Mindestens genau. Bis übermorgen. Genau. Genau, Nick wird mit C geschrieben. Wenn ihr seinen YouTube-Kanal angucken wollt... Ich habe ihn morgen natürlich auch verlinkt, entsprechend in dem Video, was ich da gemacht habe. Nick Gaming, N-I-C und Gaming hintendran. Und der hat praktisch damals mir und Jack und mir die Grundlagen für Starforge vermittelt, so. Oder sagen wir mal so ein bisschen. Ja, doch, ja, Grundlagen vermittelt, genau. Aber wie gesagt, er kommt morgen so um 13 Uhr kommt ein Video, das wir heute aufgenommen haben. Deswegen werden wir jetzt schon ein bisschen die Version 09 von Starforge spoilern. Nämlich, dass man mit Doppelklick looten kann. Yeah! Das Beste an dem neuen Update. Ist es tot? Ja. Bist du bei uns? Ah, du bist ja schon da, ja, genau. Ich will bloß gerade einen Baum. Genau. Also, Herr Bob, du hast mit 1 hast du eine... rot ist wahrscheinlich Health. Health, genau. 2 ist Essen. Das ist der Balken rechts unten unter dieser stilisierten Figur. Das dritte ist ein Beacon. Das ist aber jetzt nicht werfen, cool. Dann ist er weg. Oh, du bist übrigens gelb. Das habe ich noch nie gesehen. Ist niemals ist gelben Schnee. und danke für die wichtige Info. Solange nicht blau ist, ist doch alles in Ordnung. Genau. Und mit 4 hast du dieses Abbauwerkzeug. Das ist das Standardwerkzeug, was man am Anfang hat. Ja, habe ich damit gerade irgendwas getötet. So ein Räubchen. Genau. Damit kannst du looten. Mit E kriegst du den Loot-Kram. Diese Sphäre, die hier steht, mit diesem roten Strahl nach oben. Es gibt ja hier mehrere, wie du in der Umgebung siehst. Das wird dir uns auf 5 habe ich so eine, also etwas Hoches. Ein auf 5? Was ist das? Achso, das ist eine Schutzsphäre, genau, das ist die Sphäre. Okay. Die macht man, wenn man jetzt eine Basis bauen würde, würde man die aufstellen, um das Gebiet drumherum vor Verfall zu schützen. So kann man das mal nennen. Und cool. Ja. Neu ist unten, das ist für dich jetzt nicht neu, aber du hast unten diese Minimap, die immer wieder hier Richtung dem Ding da führt. Und ich glaube, Nick, du hast, der Kunde hat schon angefangen, ein Haus zu bauen. Ich habe ja keine Minimap. Ja, ich habe schon mal eine Tür gebaut. Eine Tür, immer eine Tür. Auch ein Holz. Ey, eine Tür ist besser als gar nichts. Das stimmt, ja, ist richtig. Aber ich würde vorschlagen, wir bauen das Ganze nicht aus Holz, sondern aus Stein, weil das haben wir noch schneller abgebaut. Ja, das stimmt natürlich. Gut, und vor allem jetzt mit dem neuen Bohrer. Ich bin noch voll gewohnt von der alten Version, dass man so langsam bohrt. Aber jetzt können wir ja endlich vernünftig schnell bohren. Das stimmt, ja. Also ich würde sagen, wir nehmen uns hier irgendeine Stelle, wo wir einen Steinbruch machen und das vielleicht hier in der Nähe. Ja, klar. Ja, nehmen wir hier, oder? Dann gehen wir in die Erde runter. Okay. Wir machen einfach ein großes Loch im Boden. Jetzt baut sich nämlich der Boden richtig gut ab. An den Stream als Info. Wie gesagt, morgen kommt dieses Infovideo. Jetzt ist es so, ich hatte mit Jack, Starforge vorproduziert. Und zwar ohne Ende. Also bis, glaube ich, warte mal, lass mich rechnen, 16, 18, 22, 24, bis zum 26. August. Da jetzt das Update gekommen ist, ist es natürlich blöd, denn, wir müssen an Stein kommen übrigens. Also Dirt nützt uns noch nicht viel. Zählt durch den Boden durch. Alter Schwede. Ja. Einfach als runter. Ich stehe auf dir. Ich stehe auf dich. Nee, ich bin oben. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich stehe auf Nick, habe ich gesagt. Genau. Ja. das heißt, wir werden die Starforge-Folgen, die wir in der 08 noch produziert haben, mit viel Arbeit und Mühe, damit wir für die Games kommen, damit ich da Material habe, da wird ab Dienstag, den 12., ab Dienstag jeden Tag eine Folge Starforge kommen. Bis zum 18., das ist der Montag. Der Montag nach der Gamescom.
Und ich hoffe, dass ich es dann an dem Wochenende nach der Gamescom schaffe, mit Jack weitere Folgen zu produzieren. Ihr in dieser aktuellen Version, die ihr heute schon seht. Aber wir haben so viel vorproduziert und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Ja. Nick, wenn ich hier durch die Wand durchschaue, dann habe ich da hinten so Gänge. Ja, das ist ein bisschen wie in der Anfangsphase von Minecraft. Du kannst hier ab und zu mal durch die Wände durchglitschen mit dem Kopf und kannst dann schon die Höhlensysteme durchsehen. Du, ich glaube hier... Oh, du hast mich erwischt. Ich glaube, hier ist kein Stein, oder? Kann das sein? Also die Dreckschicht ist auf jeden Fall tiefer. Wenn man in die Höhle schaut, da unten kommt dann auf jeden Fall Stein. Aber vielleicht sollten wir uns eine andere Stelle suchen. Wir sollten vielleicht ein Oberflächenvorkommen suchen. Genau. Wie kommt man denn hier raus? Ah, da ist eine Kante. Ich baue mich hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Läuft gut. Oh, fuck. Oh, sorry. Los, raus, Jungs. Okay, ich warte erst bis... Ach, nix. Ist so schlimm. Hui. Bob ist oben. Ist noch nicht oben. Bob fällt runter. Naja, muss dich schräg bauen. Du musst auf deinen Bohrer gucken und zwischen 30 und 60 Grad bleiben. Und dann kannst du dich... Guck mal, Nick macht gerade einen Weg nach oben. Ja, ich glaube, ich schaffe das. Ich lasse euch bauen und dann... Wie gesagt, Starforge im Moment im Angebot 4,74 € und das lohnt sich wirklich für das Spiel. Muss ich sagen. Ich bin oben. Da sind viele neue Monster reinkommen. Sehr gut. Ja, dann lass uns mal da hinten. Lass uns mal zu der anderen Sphäre da hinten gehen. Da ist nämlich, oder wie heißen die Dinger? Das ist ja nicht richtig, mit was ich sage. Vet Respawn Vets heißen die. Also wie sie jetzt ihre neuen Funktion heißen, weiß ich nicht mehr. Also sie sehen nur noch genauso aus wie das Teil vorher. Ja. Haben aber eine andere Funktion. Da kommen, habe ich mittlerweile mich informiert, ab einer gewissen Anzahl von Spielern im Multiplayer Supply Drops. Im Singleplayer dauert es, glaube ich, 60 Minuten, wenn man alleine ist. Multiplayer kommen, je mehr Spieler da sind, desto schneller ist die Frequenz, in der dann Abwürfe kommen. Ah ja, okay. Da rechts kommen irgendwelche Versorgungsgüter. Da rechts ist ein Berg und da drüber ist auch Eisenerz, ist das nicht, oder? Ja, doch. Was Blaues schimmern sehen, was ist denn das da? Blau war... Voltronic Ore? Voltronic Ore meine ich, ja genau. Hört sich gut an. Also es ist so, Bob, genau, für die, wenn du noch gar nichts kennst, in dem Spiel gibt es alle möglichen an Gegenstände bzw. Materialien. Ja, die kurz, was das hier ist. Genau. Man das ist Iron Ore, das ist Iron Ore, perfekt. Dann baut ihr Iron Ore ab und ich baue schon mal... Ja, dann helfe ich dir, dann macht Bob vielleicht Iron Ore, weil dann helfe ich dir mit dem Stein. Genau, ist auch gut. Iron Ore ist rot, ne? Das ist... Ja, so rötlich. Plus 3 Iron Ore. Wovor muss ich denn Angst haben im Spiel? Also vor allem, was gelb oder rot ist. Genau. Also du hast ja diese Würmchen da gesehen, diese grünen, die sind harmlos und es gibt auch diese, sind süß. Diese Eisenschweine, die tun dir eigentlich nicht viel. Es gibt dann Leeches, die kommen mehr in der Nacht. Das sind so große... Ja, was sind das? Ja, wie Blutegel, Würmer, Blutegel. Ja, genau. Die kriegst du auch mit 4 Schlägen, kriegst du die, also 4 von diesem Bohrer, kriegst du die auch ganz gut kaputt. Es gibt auch mittlerweile Viecher, die gefährlicher sind. Das finde ich auch ganz gut, weil das war eigentlich vorher kein Problem zu überleben. Die musst du, also es gibt praktisch Waffen dann auch, die du craften kannst. Wir können es eine Basis bauen, das werden wir jetzt heute in dem Stream wahrscheinlich nicht schaffen. Also eine Basis werden wir schon bauen können. Aber es gibt Abwehrtürme, die du später bauen kannst. Alles Mögliche. Aus dem Fleisch, was du von den Viechern bekommst, kann man Essensspritzen machen. Aus dem... war das aus Fiber? Dem Faber? Fiber, gell? Macht man die Health-Spritzen. Fasern. Genau, und da brauchen wir auch noch Wasser zu da. Was ist denn so das Wertvollste, was man finden kann? Das Wertvollste? Ich glaube Crystal. 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 Falsch. Ja. Selbst die Politiker heutzutage. Oh, ich habe eine Waffe gefunden. Eine Waffe? Wie eine Waffe? Ja, halt eine Waffe. Im Stein drin? Nee, die war... Nee, nicht im Stein. Ich bin schon längst wieder auf der Jagd. Ich suche gerade nach einer Stein-Blueprint, weil die Steinblöcke kann man auch nur forgen, wenn man oder craften halt. Man also die richtige so Blueprint dafür hat. Man braucht einen Blueprint dafür und dann... Ach, man braucht wirklich... Oh, das wusste ich nicht, das wäre ein Standard. Oh. Ja gut, dann sollten wir erstmal ins Raumschiff gehen und ein bisschen looten, oder? Na, gleich ins Raumschiff? Ich meine mit den neuen Viechern drin? Nein, ins... Na gut, stimmt, du hast schon recht. Jetzt sind die Leeches. Vielleicht ist da einer drin. Ja, Bob,
das hier unser Leech ist. Wir müssen ihm mal helfen. Danke. Er wird nämlich dahin rumgeschickt, wie du gerade siehst. Oh, gleich von zwei. Oh, das sind ja zwei, ich renne. Ja, wir kommen von hinten und... Das klang gerade falsch. Ja. Wir kommen von hinten. Das passiert öfters. So, ich helfe euch erstmal bei dem einen und bring gleich den zweiten mit. Oh, der schnickt mich so weg. Ach, Mensch. Warte mal, ich muss kurz nachheilen. Ich hab ihn. Der zweite kommt. Fuck, der hat mich fast getötet. Ich komme. Poppen. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob es mein Blut ist oder seins. Mein Blut. Oh, jetzt hat er mich aber richtig erwischt. Jetzt brauche ich nochmal. Und ich bin tot. Ich komme wieder zu euch. Ja. Ich hab ihn. Lädt sich die Energie wieder auf? Nein. Du musst die 1 drücken, um den Heil... Habe ich ja nichts mehr. Ah. Gut, dann brauchen wir Wasser. Man kann noch essen, dann füllt es sich aber sehr, 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 sehr langsam auf. Also ich hole mal Wasser da oben. Genau, aus dem Schnee raus kriegt man Wasser. Und momentan gibt es noch keine Flüssigkeiten. Das soll aber in den nächsten 1-2 Updates dann kommen, endlich. Weil das ist die größte Herausforderung momentan zum Programmieren für die Entwickler. Aber bald gibt es auch flüssiges Wasser und flüssige Lava, vielleicht auch noch andere Säuren oder so, wer weiß. Soll alles noch kommen. Okay, MR-Injection war Essen, richtig? Was haben wir hier? Ich habe 57 Iron Ore, 99 Dirt, 2 Fiber, 0 Stone. Ich hole mal Wasser für uns, dann können wir... Ich glaube, oberstes Ziel ist, uns erstmal einen neuen Bohrer zu machen, weil das Ding ist echt schwierig. Jo. Der erste Bohrer ist sozusagen scheiße. Jetzt kommt die Frage gerade, ob wir noch die Alpha 9 von 7 Days to Die spielen. Ist sie gerade rausgekommen? Nee. Achso, weiß ich nicht. Also, würde mich jetzt wundern. Weil ich meine, wenn sie rauskommen, du hast ja schließlich versprochen eigentlich, dass du die spielst. Dann also wenn die Alpha 9 von 7 Days to Die kommt, werde ich... Unterbrichst halt hier einfach, schätze. Würde ich hier ruckzuck unterbrechen, weil das interessiert mich jetzt natürlich mehr in dem Moment. Das war jetzt einfach nur eine Alternative. So gerne ich Starforge mag. Außerdem habe ich ja jetzt hier die Founders Super Club Edition. Wie gesagt, die ist noch gerade im Angebot. Bis morgen Abend 19 Uhr könnt ihr die noch kaufen. Für 4,74 € die Standard Edition. Und wenn ihr ein bisschen mehr ausgeben könnt und gleichzeitig noch die höchste Version haben wollt, gibt es so ein paar extra Items und so weiter. Ihr kriegt zwei Versionen für 16 €. Das heißt, pro Version ungefähr 8 € für die höchste Version, die von dem Spiel verfügbar ist. Die nützt euch im Moment noch nicht viel. Es gibt einen Soundtrack und irgendwie ein Digital Artbook und alles, was halt so Special Editions beinhaltet. Edition Season, ho. Genau. Der grüne Beacon ist von wem? Unschuldig. Übrigens, Geld. Dann von Nick wahrscheinlich, oder? Was? Der Beacon? Grüne Beacon. Der ist von mir. Ich wollte nur, dass ihr mal wieder zu mir hinkommt. Ja, willkommen. Also ich habe Wasser. Ich kann uns jetzt noch ein paar Spritzen machen. Ich mach mal hier 8. Ich will mal dafür, ich baue jetzt doch mal Holz ab, außer ihr habt schon eine Stone Blueprint, dann... Nein. ...würde ich euch nicht meinen Stein geben können. Dann bauen wir mal ein Holzhäuschen schnell noch. Ja, da oben war doch schon eine Tür. Wollen wir nicht da hingehen? Dann gehen wir da wieder hin. Hier wäre es halt näher am Dschungel und im Dschungel gibt es Holz ohne Ende. Da gebe ich dir absolut recht. Wir können uns doch erstmal in die Erde bohren, Tür. Oder? Lass uns doch in die Erde bohren. Ja, stimmt, warum bauen wir unser Haus nicht unterirdisch? Ja, also für die erste Nacht ist es auf jeden Fall ganz sinnvoll. Stimmt. Ich habe gerade Orientierungsschwierigkeiten. Okay, pass auf. Mit einem grünen Strahl. Nee, ich werfe jetzt nochmal einen Beacon. Oder wir bauen uns einen Dreck-Iglu, wie wär's denn damit? Ah, okay, sehe ich. So. Da, komm mal. Nee, lass uns in den Boden bohren. Das geht doch jetzt so gut. Hier, guck mal, hier an dem, hier an dem Stein ist es doch wunderbar. Wir gehen hier von an der Seite rein. Gehen wir so ein bisschen tiefer. Wurm, geh mal weg. So. Machst du eine Tür? Leech-Vieh. Jo, mach ich. Dann bohre ich uns jetzt 30 Grad im Boden. Das geht ja jetzt zum Glück. Das war ja in einem... Mein Bob ist jetzt zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen. Na... Mit dem Holz, wa? Ein Torproblem haben sie aber immer noch.
Oh, der ist auf dich gefallen. Ja, hat mich aber zum Glück nicht verletzt. Okay, gut. Ah, verstehe. Jetzt müssen wir den verkleinern. Okay, okay, cool. Okay, cool, cool. So, dann gehe ich mal wieder zu Ninjas. Wo ist er denn? Hier drüben. Unterirdisch. Bist schon weit gekommen, hey. Da hinten bist du. Ja, das ist... meine Taschenlampe an hier. Ich weiß aber nur, ich bin nur so weit gekommen, weil das neue Update ja wenigstens ordentlich abbauen lässt, ne? Das stimmt. Vorher war das eine Qual, so tief zu kommen. Also jetzt in die Erde reinzubohren. So, eine Tür müssen wir hier nur davor setzen. Dann kriegt man auch Holz, so, ne? Tür. Geht nicht besser, die Tür. Du kannst ja schließlich nur im 90-Grad-Winkel gehen. Ja, ich setze dann Stein davor. Das stimmt, du kannst ja... Ja, ich setze jetzt... Oh, Achtung. Ein Leech. Okay, ich befülle das Ganze jetzt schon mal mit Stein. Oh, das Ding steckt. Und er ist tot. Ja. Okay, ist gelootet. So, ich setze mal Stein hier hin. Warum steckt da denn den Stein? Jetzt. Ah ja, okay. Oh, das war ein bisschen viel, oder? Wir müssen das von außen... Nee, ja, es geht. So. So, ich wechsle auch mal schnell auf Stein und helfe dir dann mit hier. Ich krieg's nicht gesetzt. Ah, jetzt. Das funktioniert irgendwie, das ging vorher irgendwie ein bisschen besser, oder? Ich täusche mich nicht. Das kann natürlich auch vielleicht sein. Vielleicht liegt's aber auch am Bohrer, das weiß ich vorher jetzt wirklich nicht. Also ich habe es vorher nur mit den anderen Bohrern ein bisschen im Creative Mode gemacht. Da, mit dem Bohrer habe ich mich beim Runter, also beim Platzieren, wenig befasst. Na komm. Na komm, setz doch noch ein bisschen Stein, du Kerl. Ah, jetzt. Um mir zu craften selber, habe ich ja jetzt Holz. So, die andere Seite noch zu. Jo, ist dicht. Ist dicht, hast du schon, gut. Gut, haben wir eine Tasche, haben wir irgendwie Sulfur oder so, dass wir eine Lampe machen können? Leider noch nicht, aber ich kann mich, oder warte, lass mich mal kurz gucken, denn ich habe leider noch kein Sulfur erwischt. Warlight. Aber ich sehe ganz viel. Sand, Sulfur und Steel Ingots. Steel Ingots? Achso, da müssen wir, glaube ich, auf das... Müssen wir ein Schiff oder ein großes Tier? Nee, Moment, ich habe eine Fackel. Ich habe eine Fackel aufgesammelt. Die würde ich jetzt mal droppen. Die werde ich jetzt hier in die Höhle werfen. Oh, boah, voll die Tür in die Fresse. So, ich gehe schon mal runter. Und werf mal einfach eine Fackel. Ich habe Schwefel gefunden. Oh, also hier unten ist jetzt Licht. Okay, ich komme gleich wieder. Ich werde mal die Höhle ein bisschen ausbauen. Also das geht wirklich gut jetzt. Habt ihr schon mal Öl gesehen irgendwo? Weil wenn ich Öl hätte, könnte ich ein bisschen Munition machen. Oder? Nee, noch nicht. Boah, das ist aber richtig schön hell hier drin. Wie lange leuchten denn die Fackeln? Leuchten die auch ewig? Puh, ich glaube, die haben auch einen Timer. Weiß aber leider nicht, wie lang genau. Die leben, ich kann den Chat gar nicht richtig lesen. Ne? Nein, die schütze ich ein. Also Stein schwebt auch in der Luft. Das ist jetzt nicht das Minecraft-Prinzip, dass irgendwas runterkracht. Es gibt auch keine Physik wie in 7 Days oder sowas. Aber jetzt sieht es doch schon mal ganz gut aus. Ist die Tür zu? Nein. Ich glaube, ich habe vergessen. Ich dachte, ich wäre nicht der Letzte. So. Oh, ah, das schaut schön aus. Ich mach mir gleich schon mal einen Schlafsack. Oh, die Fackel ist aus. Wir haben ja zum Glück immer unsere Taschenlampen dabei. Ja. Achso, Bob, mit F kannst du die Lampe anmachen. Oh, sehr gut. Okay, schon viel netter. Wie kann ich euch beim Craften unterstützen, wenn ich jetzt hier das Menü öffne? Also genau, wenn du Tab drückst, können wir mal durchgehen. Ganz oben ist Munition, dann kommen Klamotten. Wenn du die Bauteile anklickst, siehst du auf der rechten Seite, was du dafür brauchst. Fiber ist meistens der Standard-Klamotten. Okay. Cool, da kann ich schon forgen. Das ist ja super. Wenn ihr noch Lebensspritzen braucht, müsstet ihr mir ein bisschen Fiber geben, dann könnte ich euch noch welche herstellen. Ich habe Wasser geholt, falls ihr das benötigt. Ja, so Lebensspritzen habe ich ja wieder bekommen, als ich gestorben bin. Okay. Die Rüstung, die fügt sich automatisch an deine Füße an, nehme ich jetzt. Genau, wenn du jetzt Füße hergestellt hast. Ah ja, ich habe. Läufst zumindest nicht barfuß. Genau, okay. Dann hatten wir die Building Materials. Ah, Idiot. Jetzt macht's Sinn. Okay, ich klicke an. Und dann siehst du das Wut, das ich brauche. Okay. Dann, was du damit craften kannst. Also das Rezept wird praktisch immer genau erklärt. Ich bin doof und das ist so. Nö, das ist einfach neu, das Spiel. Also ich meine, man kann ja kein Spiel von Anfang an... Ja gut, aber ich hätte es mir selber erklären können. So, die Sonne geht gleich wieder auf. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Ich meine, die Höhle langt erstmal für den ersten Tag.
Also gleich, also in 2 Minuten schätze ich. 1-2 Minuten. Ja, dann gehen wir schon mal raus. Ein bisschen dunkel. Oh, das ist wirklich sehr dunkel. Also weil gerade der große Planet wieder untergegangen ist, das heißt Sonne geht gleich auf. Aber leider erst gleich. Du hast uns hier aus der Höhle gelockt, unter falschen Voraussetzungen. Ja, wow. Vielleicht spiele ich zusammen mit den Leeches, wer weiß. Ja, genau. Ja, holt ihn, meine Kinder. Ich habe Angst vor dem. Genau. Beschütz mich. Tja. Schütz mich, bitte. Gut, wir müssten Öl finden. Das wäre, oder auch, ja, Titanium-Ohr wäre noch am besten, gell? Das wäre natürlich am allerbesten, weil das bräuchten wir ja dann gleich für die nächste Drill. Was brauchen wir denn noch für die nächste Drill? Hast du hier Erde hingebaut? Ah ja, du wolltest hier... Ja, ich wollte ein Iglo bauen, aus Dreck. Schön. Mal gleich mal weg. Wir müssen noch aufpassen. Irgendwo hat man ein Loch in den Boden gebuddelt, nicht, dass wir da abstürzen. Also da hinten, glaub. Also ich würde sagen, wir farmen noch ein paar Viecher, oder? Die bringen einmal Fiber und... Fibers, richtig. Wir brauchen ja eh alle noch einen Schlafsack, deswegen her damit. Ja. Schlafsack, cool. Ich vergesse dauernd, dass man jetzt mit Doppelklick looten kann. Mit E geht's ja auch, ne? Nee, mit E machst du das auf, aber die Sachen aus dem Inventar rausnehmen oder aus dem Loot-Container, ja, wenn du so möchtest, die musst du mit Doppelklick oder kannst jetzt mit Doppelklick machen. Okay, habe ich realisiert, ja. Oh, da hinten ist ein Leechi. Oh, auch als Tipp, wenn du flüchtest vor so einem Leech, kannst du am besten durch die durch einen von diesen grünen Viechern durchrennen, durch die Würmlis. Durch die Wurmlis durch. Genau, Wurmlis, genau, weil die denken dann, oh, ein Fußball und fangen an, Fußball zu spielen. Cool. Aber irgendwie, es können ein paar mehr Gegner spawnen, wa? Noch mehr, also ich habe für hier gerade schon zu tun. Also hier stehen irgendwo 3 Leeches um mich rum, Spalier. Ja, ich wäre ganz schön Angst vor denen. Ich hätte gern Würmlis. Leeches brauche ich nicht. Ach, Würmlis, ja. Würmlis können echt immer spawnen. Das wäre eine Bob. Wir holen uns hier so einen Wurm. Ja. Also einen Leech, meine ich. Hast du noch Heilspritzen? Nein. Wo bist du? Brauche ich nicht. Bist du das? Der hier verzweifelt auf der Stelle rennt? Ja. Hast du noch genügend? Ja. Ich habe nichts. Okay, ich teile mal meine. Nicht. Ich habe dich ja. Ah, helft mir. Ich werde angegriffen. So, hier unten liegt ein Pickle. Kannst du aufnehmen mit E und dann mit Doppelklick looten, dann hast du wieder Heilspritzen. Oh, geil. Wo bist du denn? Ich sehe dich ja nicht. Ich komme einfach auf euch zu. Okay. Habe ich den schon abgehängt? Ja, ich habe ihn schon abgehängt. Hat vielleicht einen Fußball gefunden. Unter dem Tisch wieder. Da oben Leechi. Da ist ein Wurm. Oh, da ist ein Schweinchen links von uns. Mach ein neues Piercing, mein Mädchen. Ist aber auch gemein. Okay, jetzt kannst du looten. Nee. Geil. Irisch an. So, ich habe immer noch kein Öl gefunden. Habt ihr mittlerweile Öl gesehen irgendwo? Nee, es ist ziemlich dunkel. Schaut sehr schlecht aus. Das Öl tarnt sich. Das Öl ist schwarz, das Camouflage. Wo kriegt man denn Wasser her? Das ist der Schnee. Oh, Leech. Ah, okay. Ja, sehe ich. Einmal hat er. Ich sehe schon. Wow. Autsch. Oh, fuck, ich bin nicht mal zum Schießen gekommen. Au, okay. Ist gut. Geh. Ich bin gut. Ja. Hab ihn nochmal. Oh, fuck, ich brauche eine Spritze. Oh, ich hab dich doch. Oh fuck, nochmal eine Spritze. Aber das ging auch mal besser irgendwann. Ich treffe die kaum noch. Komm her, du. Oh, ich hab'n. Oh, der Kacker. Schnell mal. Was hat er dabei gehabt? Ein Rezept. Oh, ich habe einen Glowstick Blueprint. Ein Helmet. Ein Helm. Ja, zieh mal auf. Ist es einer, der brutal geil aussieht, oder? Nee, er hat ein Rezept für einen Service-Helm. Achso. Dachte schon, du hast den Helm. Ja. Dann kommst du wieder von hinten und erschreckst mich mit diesem ultrastarken Helm. Kann ich das jetzt usen? Was hast du denn gefunden? Den Blueprint, achso, rechts und dann use.
Ah, oh, ah. Cool. Mache ich die denn? Okay, Oil, Sulfur, Sandstone, Water. Lifespan, 2 minutes, long lasting, droppable, like. Okay, das wisst ihr wahrscheinlich alle schon, ihr langweilt euch schon. Nee, lern du mal. Ich lerne aber schon nicht. Es wird langsam hell, oh, ein Würmli. 2 Würmli. Warte, ein Würmli, ich hab ein 14. Okay. Es wird nicht frech. Oh, ich hab eine. Das sind 3 Würmli und ein großer Wurm. Ich hab anscheinend eine Hose gefunden. Na endlich, kannst du halt ohne Hose rumrennen. Endlich Junge, so. Junge. Lümmelt irgendwie. Du bist hier nicht daheim. Achso, wenn du, Bob, wenn du C drückst. Bob hast du die hat wieder einen Blueprint gefunden. Hast du die Außenansicht? Da hinten ist Sulfur. Ich hol uns mal Sulfur. Service West habe ich gefunden. Wie sieht Sulfur aus? Gelb. 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 Alles klar. Danke. Aber dass die Viecher droppen auch mehr Items als früher. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also die haben anscheinend jetzt noch mehr von dem Zeug, was das Schiff beim Absturz verloren hat, noch mehr gefressen. Und der Ton ist bei mir wird schnell kaputt. Können die Kleidung kaputt gehen? Außer wenn du stirbst? Selbst wenn du stirbst, ist sie ja nicht kaputt. Dann liegt er in so einem Päckchen rum. Was ah, okay. Da ist, wo also du gestorben bist. Also, genau, genau also, die Kleidung geht nicht kaputt. Haltbarkeitspunkte drauf oder so. Nee, das gibt's nicht. Es wird nichts abgenutzt. Zeug ist robust. Das Weltraumscheiß, der hält lange. Besteht auch aus Würmli-Kacke, genau. So. Da oben sind noch 2 Würmlis, die sind mir. Fängt's an zu regnen. Aber das Licht geht zumindest auf. Das Licht geht auf. Die Sonne geht auf, wollte ich sagen. Dachte, ja, allzu lang werden wir auch nicht mehr machen. Ich wollte einfach nur mal dem, auch dem Herrn Bob so ein bisschen das Spiel zeigen. Also ich würde das jetzt nicht bis in die Puppen gehen. Ich bin nämlich tierisch müde. Ich habe mich so auf 7 Days gefreut und dann ist mir der Frust auch noch ein wenig groß. Ich habe eine Kiste gebaut, also wenn ihr Zeug überschüssig habt, haut es einfach mit in die Kiste rein. Ich habe natürlich das Haus wieder finden. Wenn ihr Clay brauchen könnt. Das war irgendwo am Berg, wo... Gute Frage. Na, da drüben. Ich glaube, ich sehe es. Und wir haben keine Protective Spire außenrum gebaut. Die baue ich jetzt mal. Ich hoffe, die Höhle ist noch in Ordnung. Weil die wird uns außerdem wieder zeigen, wo das Haus ist. Ja, die setze ich jetzt mal. Die habe ich, also das ging ja früher auch nicht. Ich setze jetzt vor die Tür. So. Ah, man sieht die. Das ist natürlich geil. Das ist wirklich mit dem Kompass, ist klasse. Ich hoffe, die Höhle steht noch. Ist noch alles da. Perfekt. Oh, mit mir wird Fußball gespielt. Wo bist du? Oben. Also diese Protective Spire verhindert zum Beispiel auch, dass sich ein Berg wieder schließt. Genau, das hat so gesehen der Spam-Schutz für Multi- und Singleplayer. Wobei Singleplayer ist halt einfach drinnen. Bringen wir mit. Weil es noch keine getrennten Bringst wir mit, wo bist du? Zugesehen. Ja, gleich bei euch. Ich kann den abhängen. Ja, jetzt chillt es wieder da oben. Oder auch nicht. Sonst können halt Leute zum Spaß die ganze Welt abbauen und dann, ja, wäre die ganze Welt im Eimer so gesehen. Und ja, wenn man das Ding hinbaut, wird zumindest kann man der sein Bereich Zeug, geschützt. Was man wirklich bauen will, kann man schützen, genau. Und so Spam wird verhindert. Also wenn Leute einfach mal so einen Block überall hinsetzen. Achso, warte mal, ich habe mich noch nicht befreundet. Interact with player. Hold. Ich muss mich auch noch mit ihm befreunden. Invite. Und jetzt musst du F1 drücken. Musst du nicht, aber... Your friends. Könnt ihr euch noch befreunden? Ich will auch E mit sein. Interact. Und dann... Also es ist dieses Befreunden ist wichtig für die Security-Settings von deinen Turrets und Türen und so weiter. Du kannst nämlich einstellen, dass ich zum Beispiel mit Freunden die Türen teile, aber mit Fremden nicht. Oder dass zum Beispiel deine Turrets auf Fremde schießen und auf Freunde nicht. Dafür ist das ganze Befreunden-Zeug auf den Servern da. Bin ich jetzt mit dir auch schon befreundet? Ich weiß es gar nicht. Ah, du hast den hier unten reingesetzt, den Zweier. Macht das Sinn, wenn wir 2 haben? Aber da sieht nur jeder seinen eigenen. Anklicken, ne? Ich sehe nur meine eigenen auf dem Kopf. Du siehst nur einen eigenen. Unmöglich. Dann sollte Bob seinen auch irgendwie hier reinsetzen, oder? Hier, also ich sehe den großen hier auch. Ne? Nein, du siehst den liegen, aber du siehst ihn nicht auf dem Radar. Ach so, okay. Ja, weißt du, das ist was, um nach Hause zu finden. Deswegen machen wir am besten dir auch irgendwo noch ein Loch in die Wand. Ja. Dann kannst du den reinsetzen. Ich könnte das mal einen Smelter machen. Oh, jetzt ist natürlich. Habe ich den jetzt schlecht passiert? Du kannst mit Q halten. Wenn du den anguckst und Q festhältst. Ja.
Kannst du den normalerweise, solltest du... 13 Sekunden. Ah, da läuft jetzt eine Zeit ab, das ist auch neu. Ich helfe dir mal so ein bisschen, das Ding hier auszubauen, wa? Ich möchte bloß jetzt erstmal Platz für einen Smelter machen. Ich glaube, wer hat noch mal so viel Iron Ore gehabt? Ich habe ein bisschen abgebaut und Bob müsste auch haben. Wenn du 50 hast, kannst du mal einen Smelter bauen. Guck mal. Ja, ich sag mal, ich habe 110. Ja, dann mach du einen. Ich habe nämlich nur 11. Smelter, ja, klar. Smelter ist ganz unten sein, Utility. Ganz rechts. Ja, aber Utility, klar, macht Sinn. Container, genau. Wooden, Terminal, Refinery, Smelter. Smelter, der Schmelzer. Und jetzt zwei oder ein? Da ist jetzt... kann ich erstmal zeigen, wie schnell der ist, weil jetzt brauchst du eigentlich nicht mehrere. Genau. Okay. Es gibt diesen jetzt... Oh, es geht ja auch ziemlich fix da. Ich füll mal den Boden wieder aus. Wo möchtet ihr gerne einen Smelter haben? Gute Frage. Wollen wir mal erstmal ein bisschen Platz, oder? Dann machen wir erstmal hier noch ein bisschen größer. Könnt ihr neben der Kiste machen? Wann wenn er da blau wird, weil ich weiß nicht, du kannst ihn glaube ich nicht komplett nah an die Kiste ranmachen. Da muss Platz dazwischen sein. Korrekt, ja. So, mein, der Boden ist noch ein bisschen huckelig, das sieht man manchmal so ein bisschen schlecht. Der Nick macht hier Löcher rein. Oh fuck, das war zu viel. Voll beobachtet. Entschuldigung, das war keine Absicht. Natürlich war es nicht. Und du musst mich natürlich gleich wieder verpfeifen, dankeschön. Schon gut, merke ich mir. So. Gut. Ja, warte mal, jetzt der Boden, hier muss noch was rein. Na, hier sieht es noch unschön aus. Man kann das ganz schön ausgleichen. Oh, ich muss was essen, fällt mir gerade auf. Oh ja, das brauchen wir mal. Auf die Essensleiste achten, Herr Bob. Das habe ich gerade nicht getan. Oh ja, ich sehe es. Ist das das Kleine, was noch ein bisschen was übrig ist? Ich würde mal sagen, ja. Das unter dem Mannequin. Okay, dann ist es klar. Nee, nicht. Ich habe es absolut im Griff. Ich habe im Übrigen Öl gefunden. Das heißt, ich habe gleich eine Waffe und dann können wir den Liebes mal hier ein bisschen in den Arsch treten. Ich habe mir den Boden ein bisschen ausgeglichen. Wo ist denn die Kiste? Ach da, sind schon so weit um die Ecke. Und da gibt es einen Schuss. Es geht schnell unterirdisch jetzt, dass man da einen gescheiten Baum raus. Absolut, das ging ja vorher, war das ja eine Katastrophe. So. Hier neben die Kiste hätte ich gesagt, wa? Hm, mach ja noch ein bisschen schön. So, hübsch. Also ich würde sagen, jetzt am Tag sollten wir uns da darum kümmern, dass wir Iron Ore finden. Und man kann den Boden auch richtig gut ausgleichen, finde ich. Das geht jetzt wesentlich besser. Sprach's und kriegt es nicht hin. So, ich mache Munition und dann komme ich gleich wieder mit ein bisschen Feuerpower hier. So, ich könnte ihn hier... Ich stelle mal hin, ne? Ja, den Smelter, genau. Genau. So, jetzt können wir... Was sollen wir machen? Am besten. Open Smeller. Oh, wenn der wieder so laut ist, kriege ich die Krise. Das haben sie hoffentlich reduziert. Nee, die sind leiser. Der Soundlevel wurde endlich reduziert. Open Smelter, was sollen wir einschmelzen? Iron Ore? Na, Eisen zur Eisenbahn. Ja, okay. Dann... Oh, hab ich die sind ja super leise geworden. Das ist ja praktisch ein Flüstersmelter. Und das geht ja richtig schnell. Ding, 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 ding. Wenn ich überlege, wie lange das vorher gedauert hat. Okay, lass mal einschmelzen. Jo. Komm, wir gehen schon mal raus. Da ist wenigstens Tag. Ist nicht so trostlos wie in der Höhle. Alles klar. Wenn wir endlich die Materialien für eine Neonröhre hätten, dann... Oh, warte, ich muss noch hier meinen... Und woher bekommen wir nochmal den Stahl? Was muss man denn für Stahl nochmal machen? Das ist, glaube ich, ein Rezept. Das ist echt ein Rezept? Na, dann lass mich mal schauen, nicht, dass ich das schon hab. Stahl, stimmt, das ist ein Rezept. Kann ich machen, perfekt. Genau. Ein Oil, ein Iron Ore. Dann hole ich uns nochmal Iron Ore, oder? Ich suche schon mal nach Sand, denn den brauchen wir schließlich auch für die Lampe. Ja. Dann können wir unser Haus mal ein bisschen heimelig hier gestalten. Glaube ich nicht so schlecht dann. Jetzt mal. Muss ich natürlich auch erstmal einschmelzen gleich. Wir müssen unbedingt Titan Ingots finden. Ingots? Achso, fuck.
Ja, Ingots muss ja auch bloß einschmelzen. Einschmelzen, stimmt. Da müssen wir Titan oder Sandstone kriegen wir. Oil. Ich glaube, im Dschungel kommt auf Titan Ore vor. Wenn ich mich nicht täusche, sehe ich, glaube ich, sogar uns. Ich werde da gleich mal hinrennen, aber erstmal hole ich mir Sand. Und habt ihr das Raumschiff schon gesehen? Ich glaube, das ist in nordwestlicher Richtung, glaube ich. Vom Haus aus. Nordwestlich. Guck mal. Liegt in so einem kleinen Tal zwischen zwei Hügeln. Genau, als Information von Bob, es gibt immer ein Raumschiff in der Umgebung. Oh, das ist, scheint eine Loop-Base zu sein, wie ich gehört habe. Genau. Da kannst du rein, gehst aber... Gute Nacht, zusammen an den Stream, wer da gerade geht. Oder hinten ist was Schwarzes. Entweder ist es Öl oder es ist Titan. Ich also wenn da schon kurz. Abbauspuren sind, dann ist es der Ölsandhaufen, weil es ja Ölsand, wo ich gerade schon war. Ich sehe es noch nicht, ich sehe es nur schwarz, aber ich glaube, das glitzert nicht. Also die Chance, dass es das... Und ich sehe eine Wüste, perfekt. Valkyrie ist leider auch nicht da, der muss morgen arbeiten. Doch, ja, du hast schon abgebaut, das Öl. Ich hab Crystalline. Ja gut, Öl braucht man aber ja immer, also immer her damit. Dann baue ich nochmal ab. Oh, fuck. Okay. Ein... Irgendwas ist gerade explodiert, oder? Nee, ein... Nee, bei mir jetzt. Also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber hier ist gerade irgendwas. Was kann denn explodieren? Entweder diese Würmer da, diese neuen, die aussehen wie ein Bügeleisen, ja, du es beschrieben hast. Oder diese Jellypuffs halt, diese... Oh fuck, ich hab nichts mehr zum Heilen. Ich bin Viecher. Gelb. Ich komme zurück zur Basis. Die ja zum Glück jetzt markiert ist. Bob, hast du den Stab da gesetzt? Ich hab den irgendwie verloren. Echt? Hast du nee, nicht der ist Inventar? Jetzt nicht mehr in der Quick-Leiste, sondern der ist jetzt im Inventar drin. Wenn du Tab drückst, müsste er irgendwo sein. Steht dann einfach eine 1 mit drinnen. Jo. Bei Utility. Protective. Ist das das Protective Utility? Genau. Protective Spire Dingsbums. Okay. Gut, dann habe ich ihn noch. Ich habe übrigens Crystalline Ore gefunden. Mach die Tür zu. Masken. Muss mir kurz mal was heilen herstellen. Ey, der Weg in die Wüste ist voll ganz schön weit, Leute. Puh. Wir gehen ins Raumschiff und finden einen Gleiter. Das wäre natürlich jetzt Hammer. Dann holt er mich einfach ab, okay? Macht er mal einen Drive-By, ladet mich auf. Genau. Ich glaube, zwei Sitze funktionieren jetzt wirklich. Also, der ist ja zwei Sitze und ich glaube, du kannst... Es gibt jetzt einen Zweisitzer, ja. Ob der jetzt funktioniert, wäre schön. Ich meine, den Buggy, der war ja Schrott. Den konntest du zwar craften. Also, ich denk, du kannst... Also, ich habe es irgendwo mal gelesen, dass man jetzt endlich mal zu zweit drin sitzen kann in den Fahrzeugen und das alles funktioniert. Wäre doch super. Müssten wir alles mal ausprobieren. Und Bock auf dich. So, ich komme dann gleich mit ein paar Neonröhren wieder. Ich nehme bloß gleich mal ein bisschen mehr Sand mit, deswegen kommen wir schon mal 5 Minuten hier zu Kanye. Weil brauchen wir auch noch für anderes Zeug. Ich glaube für das Forging Terminal, also das Ding, was man zum Craften braucht von etwas größeren Items. Dafür braucht man, glaube ich, auch Sand, oder? Sandstone? Oh, muss ich vielleicht mal lieber gucken. Oh, auswendig nee, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Sand und ganz viel Stahl. Also Stahlbarren. Du kannst ja schon mal, wenn du Stahl machen kannst, schon mal ein bisschen einschmelzen. Dann hätten wir auch schon mal Stahlbarren und kannst sie mit in die Kiste legen. Bei Starforge kann ein Hirnsturz zockt wenigstens ab und zu mal in den Chat schauen. Ja, das kann ich machen. Wenn Fragen da sind... Was? 189 Votes für Eidolon. Hat da jemand den Poll überlistet? Ja, das war auch, glaube ich, vorhin so, dass irgendjemand rausgefunden hat, wie man das manipulieren kann und dann schnell für sein Ding gewotet hat. Ist wahrscheinlich mit Cookies, oder? Oh, dann musst du... Da brauchst du mich nicht fragen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber lässt sich bestimmt irgendwie rausfinden. Oh, fuck. Oh, der hat mich gekillt. Ich lese es gerade unten im Chat. Oh, fuck. Aber da sieht man auch sein latest death.
Wie lange ich heute noch mache? Also ich denke mal so maximal eine halbe Stunde. Ich bin relativ müde. Sagtest du schon von einer halben Stunde? Die Stimme ist relativ müde, plus die Enttäuschung, weil Seven Days to Die nicht kam. Absolut. Aber das war ja schon, bevor wir den Stream überhaupt gestartet haben, fast klar, dass es nicht kommt. Ja, das war schon ersichtlich, dass es nicht kommt, das stimmt. Nee, leider keine Alpha 9. Außer ihr habt da andere Informationen. Ich meine, es kamen teilweise Updates schon um 2 Uhr nachts. Ich müsste mir überlegen, das sind die Amerikaner. Oder? Ich glaube ja, Seven Days to Die ist, glaube ich, The Fun Pimps. Da ist ja die Zeitverschiebung, sagen wir mal, 6 bzw. 8 Stunden. So, wo liegt mein Kram? Komm nicht in die Tür rein, bist du. Tür geht nicht auf? Ach Mist, wir haben die Tür, nicht Freundschaftslevel eingestellt, oder? Ja, aber ich bin doch auch reingekommen. Klick einfach mal auf Share Door. Komm gleich nochmal. Ja, bei ihm hat es doch mit der Freundschaft nicht funktioniert, das stimmt. Achso. Bei ihm stand irgendwie da, cannot find player by name. Was genau der Fehler bedeutet, keine Ahnung. Oh, wie schön, dass man so schnell, looten kann. Ich vergesse es dauernd. Mist. Ja, gut, endlich kann man mit Doppelklick looten und ich vergesse es einfach. Naja, ist natürlich schon so. Du lootest relativ schnell alles leer. So, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Stahlbahn bereit, weil ich komme jetzt wieder mit den Materialien für Lampen. Für Duschlampen. Stahlbahren. Jo, Stahlbahren. Also schön ganz viel Stahl einschmelzen, bis ich da bin, ist der fertig. Dann müsst ihr erstmal Steel. Wo ist mein Iron Ore hin? Hab ich keins mehr geholt und kein Öl. Und mein Öl ist auch weg. Moment, ich hab doch Öl geholt. Moment, ich hol mal Iron Ore. Ja, nicht, dass das jetzt irgendwie beim Sterben verschwunden ist oder so. Ich habe aber mein Zeug gelootet, also rein theoretisch. Schon ein bisschen. Eine gute Frage, wo das hin ist. Aber wo habe ich denn Titanium Ore her? Vielleicht war das in einem Viech mit drinnen. Ja, aber ich hab's im Bohrer praktisch, oder beziehungsweise zeigt das mir im Bohrer an. Ja, komisch. Okay, ich mach jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, der Bob hat hier schon einen Schlafsack gemacht. Negativ. Noch nicht. Und dann mache ich dir mal einen und bringe ihn dir mit. Oh, lieb. Danke. Ach, gerne doch. 2 von 5. Muss noch ein paar Viecher töten. Ich kann doch eigentlich noch ein paar Sipguns machen. Du, mir fällt gerade was auf. Ich bin ja gerade am Iron Ore bauen. Ja. Wir haben ja gesagt, dass du effektiv weniger rausbekommst aus dem Zeug, weil du schneller abbaust oder effektiver oder sowas. Ja. Das ist nicht richtig. Du baust zwar effektiver ab, aber du kriegst auch teilweise 4 Iron Ore jetzt mit einem Schlag. Stimmt, und ich dachte vorhin, es hat nur geleckt, dass 4 nee. Angezeigt hat. Ja, stimmt, dann kriegst du gleich 4 raus. Ist doch ganz gut dann eigentlich. Ja. Müssen wir unsere Aussage revidieren, die wir dann in dem Preview-Video gemacht haben, aber... Genau. Das ist eine positive Nachricht, also die Richtung, in die wir uns jetzt korrigieren müssen. Ja. Bob, macht mal einen Sulfursammler, vielleicht hilft euch das ein bisschen. Schwefel ist immer gut für Munition. Mein Ton ist schon wieder kaputt. Was meinst Warum du mit denn? Ton ist kaputt? Ab und zu mal, jetzt bei dem Drill hier, habe ich dann keinen Sound mehr, das ist wie so abgehackt. So, ja, ich habe manchmal, dass er doppelt macht, aber dann macht auch die Animation doppelt, ich krieg trotzdem nur nochmal raus. Seltsam, aber ist so. Er macht manchmal 2 und manchmal mehr. 10, 11, 12, 15, weißt du? Ach so. 17, also unterschiedlich. Ich stehe gerade auf dem Eisenberg und hau hier ab. Ich schieße gerade auf ein paar Leeches, bloß die Sipgun, also die Einzelschusspistole, die ist verdammt ungenau. Ich hab vergessen, dass du damit was töten kannst aus großer Entfernung. Ich bräuchte mal eine Pistole. Autsch, die Tür geht ja nach außen auf. So, ich mache jetzt erstmal die Security Settings und transfere mal die Ownership. Dann kannst du die Tür auch mit benutzen, Bob. Cool, danke. Ja, bitteschön. So, war das jetzt schon Stahl oder war das noch Eisen?
Oh, Eisen, dann mache ich mal hier Stahl draus. So, ich habe jetzt 146 Iron Ore, dann hülle ich jetzt nochmal Öl. Dann kann ich ja damit Steel machen. Ne? Genau, und ich baue hier währenddessen schon mal ein paar Lampen ins Haus rein. Und wenn ich zurückkomme, ist wenigstens Licht da. Genau, und Lampen sehen ja allgemein auch ziemlich schön aus. Die machen ein tolles Licht, muss ich wirklich sagen. Das Licht von den Lampen gefällt mir sehr gut. Oh, wie viel kann ich denn machen? 5 Stück? Mache ich gleich mal 5. Ich bräuchte ein bisschen... Was bräuchte ich? Moment, du hast... Natürlich, während ein was craftet, kannst du nichts anderes anschauen. Und zwar für die Sipgun brauche ich einfach nur 5x Iron Ore. Das heißt, ich könnte... Wenn du ein bisschen davon mitbringst, für alle eine Waffe machen, weil Munition habe ich über 200 Schuss. Also jetzt nicht mehr, habe ich schon geschossen, aber kann ich auf jeden Fall an euch verteilen. Und dann könnte man doch mal zum Raumschiff gehen. Ich meine, das wäre jetzt nochmal so aufs Ende hin. Ja, das muss man Raumschiff ein bisschen die anderen Gegner zeigen. Weil ich bin schon ziemlich am Arsch und bringt ja nichts. Aber wir haben ja eine Live-Welt und wenn Gott so will, werden wir diesen Spielstand, wenn wir schon... Ja, wissen wir, okay, ich verstehe. Können wir den Spielstand eventuell weiterspielen, das wollte ich damit sagen. So, hier machen wir noch eine Lampe außen ans Haus. Wie viel Iron Ore brauchst du? 5 Stück bloß, also die Waffe ist verdammt billig, aber dafür auch verdammt schlecht. Das ist diese Einzelschuss. Ja, ja, die Sipgun halt. Aber was ich so geil finde, dass die Welt jetzt wirklich unendlich groß ist. Das habe ich ja in einem Let's Play mit Jack, habe ich das ja immer gesagt, dass es nicht... der Dual-Stream stimmt nicht. Wird gerade wieder der Dual-Stream abgerufen, das ist noch alt. Es streamt sonst niemand. So, 58. Dann haben wir 58 Steel, das sollte erstmal reichen, oder? Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich habe jetzt gerade mal einen Leech erschossen, also 2-3 Schüsse müssen treffen. So, dann ist so ein Leech tot und wenn wir alle zu dritt unterwegs sind, locker. Also machen wir jetzt alle mal eine Waffe. Ich wollte gerade sagen, das wird wehtun, das waren die Knöchel. Ach, ich bin vom Berg oben runtergesprungen und dachte nur so, oh, keine Schräge, aua. Der Fallschaden. Stirb Leech. Immer noch einen Schuss, ich glaube, dann habe ich ihn. Und ich schieße daneben. Ah, das ist ärgerlich mit dieser Einzelschusswaffe. Hat er mich am Fuß erwischt und das hat natürlich meinen Schuss verzogen. Oh, die Leeches spawnen aber auch wieder wie nichts Gutes. Ich gehe jetzt mal in die Basis zurück, um die Steel Ingots einzuschmelzen. Ich würde auch mal sagen, Bob, du kommst auch mal zurück. Ich bin hinter ihm. Okay. Und dann können wir uns mal hier in der Basis ausrüsten und dann mal unseren ersten Loot-Trip hier richtig machen ins Schiff rein. Genau. Und mal schauen, ob wir es überleben und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir haben es wenigstens versucht. Vielleicht können wir 1-2 Kisten looten und dann rennen. Weiß man ja nicht. So, ich hau mal in den Smelter. Ach nicht so. Alles Iron Ore, ich brauche nämlich noch ein bisschen. Jetzt überlege ich gerade. Ich habe auch 8 Iron Ore. Ich habe nur 2 Fiber, das ist aber wenig. Was soll ich einen Schlafsack haben machen? Wir Steel Ingots? Vielleicht könnte auch dir noch einen Schlafsack machen. Ich habe sogar noch 2 hier liegen. Hast du einer ist meiner? Jetzt kommen Steel Ingots. So, jetzt was wolltest du haben? Du wolltest Iron Ore? Ja, noch Iron Ore machen. Also haben. Haben? Machen muss man das ja nicht. Hier. Dirt, wo Stone. Liegt's? Titanium-Ohr mache ich in die Kiste, Wasser behalte ich mal bei mir. Ah, man kann jetzt auch auf die Kiste zugreifen, wenn jemand anders drauf zugreift. Das ging vorher schon. Ach so, okay. Mhm. Das hat nur manchmal rumgebackt von der Anzahl der Materialien. Ah, als wenn es Licht hier drin. Ich schmeiß auch ein bisschen was rein, ja? Ich habe vorher noch zwei Fackeln reingeworfen. Also, ich muss ja eins sagen, dass sie die Smelter leiser gemacht haben, ist ja eine wahre Wohltat für die Ohren. Sei mal froh, dass du das mit den Bohrern nicht mitbekommen hast in der 0.7.5. Da waren nämlich die Bohrer auch genauso laut wie die Smelter. Also in dem Moment, wo du gebohrt hast, hast du nichts mehr gehört vom restlichen Spiel. Wenn du im Chat Snuddy verwendest, sieht er es auch. Man würde es nur sehen, wenn man Better Twitch TV installiert hat. Der würde die Zeile rot markieren im Chat. So, ich habe da mal Munition für dich hingelegt und in dem anderen Päckchen ist Munition für, für einen Bob. Und dann droppe ich dir mal eine Sipgun. 25 eine Schuss hier. Ist ja nicht viel. Ja, aber für die Einzelschusswaffe, ich kann noch mehr droppen. Also. So, hier ist die andere. Weiß nicht, ob das... Weiß nicht, ja, was ist beides in der Kiste. Ich bin hier. Dürfte ich noch... Oder hättet ihr noch... 8 Steel in Geld? Oder ist das ein bisschen... Die müssen im Smelter sein. 116 Stück. Ah, darf ich die einfach so rausnehmen? Ja, nimm sie raus. Was willst du denn bauen? Ich habe so eine West,
Aber nimm mal das, cool. Nimm mal das Material auf. Vor dir liegt eine Kiste und hinter dir liegt eine Kiste. Oh. Aber nicht mir. Ah, hier sind aber zwei Schlafsäcke drin. Möchtest du auch einen? Ja. Achso, ja, die war für euch zum Teilen. Ah, dann nehmen. Wollen wir meinen Schlafsack hier mit hin? Nehme ich mir beide und werf wieder einen hin, oder? Genau. Kann ja mit rechts draufklicken und dann rüberziehen. Genau, das könnte eigentlich Bob ausprobieren, dann kennt er das mit dem Teilen. Warte mal. Dann droppe ich die doch nochmal beide. So, und ich gebe euch jedem noch ein bisschen Munition. So, hier. Try to aim. Ich gebe euch jedem nochmal 40 Schuss. Circa. Okay. Dann gebe ich dir 30 noch. Na, dann kannst du dich auch ein bisschen verteidigen hier. Waffen habt ihr jetzt ja beide. Wie war das mit dem Splitten? Rechtsklick drauf, erst dann kommt. Erstmal draufklicken. Erklär du. Nee, mach mal. Ja. Erst einmal mit Rechtsklick draufklicken und dann kannst du in dieser Leiste, wo die Anzahl steht, mit Rechtsklick gedrückt halten, nach drüben ziehen und das, wo du dann stehen bleibst, die Anzahl, die lässt du dann fallen. Genau, zur Seite schieben. Rechtsklick machen, dann siehst du, siehst du die Option. Ja, aber das geht nicht in der Dings drin, nicht in der Kiste drin, merke ich gerade. Nein, das geht nicht, nein. Du musst praktisch jetzt beides aufnehmen, dann. Ja, klickst du rechts die Schlafsäcke an und droppst halt wieder. Ja, Split. Dann kommt Split und dann. Hm. Ja. Richtig. Rüber. Achso, Schlafsack setze ich, wenn er gedroppt hat. Hat jemand 25 Schwefel übrig? Dann können wir auch gleich eine Refinery machen. In der Kiste. Bitteschön. In der Kiste. Sollten sein. Ja, ist drin. Dann setze ich auch mal meinen Schlafsack. Darf ich neben dir liegen? Ja, du kannst die manchmal nicht zu nah setzen. Also brauchst ist alles rot, ne? Nee. Ah, hier nicht. Ah, doch, hier geht's. So, ich hab eins in die Wand. Das ist mit der bequeme Stelle, ja. Ja, haben wir auch. Ich mach mal ein bisschen Platz. Dann. Oh. Gott, ist die Refinery riesig. Warum ist denn jetzt los? Warum krieg ich den Berg hier nicht weg? Ja, bei mir geht's auch nicht. Der wehrt sich gerade. Ich krieg da hinter dem Berg bis in die Tiefe weg, aber meinen Schlafsack krieg ich nicht weg. Ich nehm's nochmal auf. Mein Schlafsack ist verschwunden. Was? Wow, jetzt haben wir ein riesen Loch generiert. So, jetzt geht es aber. Bei euch auch? Oh, sorry. Oh, fuck. Erwischt. Friendly fire, forgive. No. Wollen wir noch Freunde sein? Oh, ja, der fragt nämlich dann, wenn ich jemanden verletze, ob du mit ihm noch Kumpel sein willst. Finde ich aber gut, also. Die Stile hin gibt's? Die hab ich. Sorry, die habe ich alle rausgenommen und vergessen, in die Kiste zu stecken. Ich steck sie mal in die Kiste. Kannst du dir die Anzahl auch rausnehmen, die du willst? Ich mach den Raum mal ein bisschen größer, dass wir hier dann Schlafplatz haben. Und die brauche ich auch nicht, die Iron Ing jetzt hier. Alles wieder da ist. Also unser Players. Oh, jetzt ganz schön Lücke im Boden. So. Oh, das gibt's doch gar nicht. Und da habe ich mich noch so gütlich ausgelassen gegen diesen Baumodus. Ah, Herr Bob hat sich auch eine Schlafhöhle gebaut. Natürlich. Sieht langsam aus wie so ein Bau von einem Dachs. Oder so. Haben sie auch so verschiedene Höhlen. Ach Mist, wir brauchen einen Generator. Brauchen noch Strom dafür. Mist, können wir einen Generator machen standardmäßig? Oh, ich muss nicht, das heißt, wir müssen jetzt auf ins Schiff. Komm, auf ins Schiff. Was hast du da jetzt nochmal gebaut? Das Ding habe ich noch nie gebaut. Die Refinery, also da kann man irgendwie aus irgendwelchen Sachen Puder machen und das Puder kann man wieder kombinieren zu wertvolleren Materialien. Aber richtig benutze ich das Teil auch noch nie. Hab gedacht, vielleicht kriege ich das jetzt mal hin. So, ich habe am Bett gesetzt, das ist schon mal sehr viel wert. Oh, Herr Bob, wie siehst du denn aus? Warum? Das haben die doch verändert, oder? Solche Schultern habe ich vorher noch nicht gesehen. Die Service-West, oder? Nein, dann liegt das daran, dass ich die noch nicht. Und du hast ja immer gleich. Was hast du immer gleich gemacht? Die größte? Die nächste, ja. Mhm. Gott, wie heißt denn die größte? Auf was schießt du? Das glaube ich nicht. Ist gar nicht eigentlich. Okay, bei mir hat gerade jemand geschossen. Ich habe keine Anzeige für die Knarre, merke ich gerade. Wie keine Anzeige? Ja, bei mir zeigt sie nicht an. Du musst sie in die Leiste reinziehen. Hab ich. Dann scroll nochmal weg und nochmal hin. Hat jetzt jemand geschossen? Ja, du schießt. Ja, ja, aber wechsel nochmal die Waffe.
Ah, jetzt, okay. Mhm. Entschuldige, alles klar. Gut, Raumschiff ist, denke ich, in die Richtung. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich denke, ich habe es vorhin, kurz nachdem wir gespawnt sind, hier gesehen. Und, boah, das ist aber weit. Ich glaube nicht, das habe ich von dem Punkt, wo wir ganz am Anfang waren, gesehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall an dem großen Ding vorbei, an dem großen roten Strahl. Und dann könnten wir das Schiff schon wieder sehen. Ich lese gar nicht im Chat. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, dann Hirnschutz zockt davor oder mitten in den Satz rein, dann kann ich es lesen aus dem Augenwinkel. Ja, mir dürft ihr sonst auch eine PM schicken. Ich kann kaum noch lesen im Chat. Hm. Bin doch müder als erwartet. Ich mache erstmal ein paar Beacons, wartet mal kurz. Ja. Oder er läuft einfach weiter. Nee, ich warte. Okay, dann werfe ich die nämlich dahin und ihr könnt mich immer finden, auch wenn wir jetzt uns ein bisschen voneinander entfernen. Vor 15 Stück habe ich gemacht, das hat es im letzten Moment nochmal die Anzahl auseinandergehauen. Ich wollte eigentlich nur weniger machen. Ich glaube, hier drüben müsste gleich das Schiff zu sehen sein. Und wenn wir dann mal da drin sind, vielleicht kriegen wir wirklich einen Gleiter raus und können wir noch ein bisschen rumfahren. Ja, ich denke über den Hügel drüber, dann müssten wir es eigentlich schon sehen. Ah ja, ich sehe dich dann. So weit weg? Also ich bin mir sicher... Ja, ich sehe es. Also schon mal in die Richtung. Ich werfe die erste und laufe dann noch weiter in die richtige Richtung. Also die hellblaue ist jetzt schon mal fast da. Und dann werfe ich die gleiche, also richtige, nochmal in die Meine gleiche müden Richtung. Augen in den Lichtstrahl rein, ne? Ich finde es auch cool, dass halt das Raumschiff da, wo es abgestürzt ist, auch wirklich so eine Furche, so eine riesig lange Bremsspur genau reingezogen hat in den Boden. Hier wirst du Schaden kriegen, Bob. Ist ja relativ schnell und relativ viel. Also. Okay. Ja, weil da gibt es Strahlung und die macht dich nicht nur langsam, aber sicher tot, sondern eigentlich ziemlich schnell. Du brauchst also oft Heilungsspritzen, wenn du erstmal im Schiff drinnen bist. Okay. Wie viel alles habt ihr denn jetzt mitgenommen? Ich habe 3 Stück bloß dabei. Ah, und ich hätte ein paar Holzblöcke noch mitnehmen sollen. Das war natürlich dumm. Ich mach mal schnell welche und baue dann mal eine Treppe bis da oben. Dauert jetzt natürlich noch 7 Sekunden, bis die fertig sind. Können wir nicht die andere Seite nehmen als Eingang? Ja, wir können so natürlich mal schauen, ob wir da leichter reinkommen. Ich bin mir aber... Obwohl, ja, du könntest recht haben, dass vorne die Erde ist auf einem höheren Level. Ich glaube, vorne könnte man reinkommen. Wo bist du, rechts oder links vorbei? Ich werfe eine Beacon wieder. Ich laufe mal rechts vorbei. Links vorbei. Ja, du hast das fliegende Teil gesehen da. Oh, fuck. Ich hänge fest. Ah, ich hänge fest. Auf der anderen Seite müssen wir uns zwar auch hochbauen, aber ich habe jetzt genug Blöckchen dabei. Baue ich hier mal eine Treppe hoch. Achte auf die Gesundheit, Bob, weil das zieht ziemlich schnell runter hier, der Kram. Ja, sehe ich. Wenn es grau wird, ist nicht mehr gut, oder? Ah ja, da sehe ich jetzt. Was? Du bist aber ganz schön weit über dem Boden. So kann ich nicht springen. Da ist der Boden wieder nicht synchronisiert. Ja, aber deine Treppe fängt bei mir mitten in der Luft an. Ich guck mal, das die Dinger. Also jetzt fliegen für mich die Leeches und ihr seid unterm Boden irgendwie. Genau, so mit den genau. Problem hatten wir vorhin schon mal, da hast du recht. Ich schieße mal auf die Leeches. Ihr habt ja auch beide Schusswaffen. Ja, den Nachladen. Das lädt halt echt extrem langsam nach, das Ding. So einen habe ich erlegt. Ich mach's dann was so, ich werf dir jetzt die Holzblöcke hin. Ja. Und du baust dir dann von deiner Sicht aus eine Treppe bis ganz oben. Ja. So, alle tot. Wo liegst du? Muss man natürlich schnell machen, weil die spawnen schnell wieder. Warte. Ich hab sie noch nicht mal rausgezogen, weil ich musste den Leech noch. Hier liegen sie. Ich hoffe, die Kiste liegt auf einem Level, wo du rankommst. Ja, hier bei mir. Hier oben bei mir. Wieso schwebst du jetzt auch in der Luft? Vielleicht dauert es noch ein paar Sekunden und dann schwebst du nicht mehr in der Luft. Oh, das ist ein Jelly. Okay, klar, ein bisschen Tee. Okay. Danke. Fünf. Ah, die Strahlung ist echt ziemlich hart, wo ich gerade bin. Oh, ich komme da nicht ran. Doch, jetzt. Ich habe einen Jellypuff getötet und habe schon einige Blueprints gefunden. Oh, Kettensäge zum Beispiel. Der Jellypuff, der mir ins Gesicht explodiert, ich weiß es Bob, nicht. Bob, jetzt müssen wir hochkommen. Sorry. Bob ist rauf. Okay.
Das sieht ja creepy aus hier dann. Ja, ja, das ist auch. Wow. Monster spawnen auch ziemlich schnell wieder, gell? Das muss mich auf jeden Fall achten. Hier drin müssen wir aufpassen. Ich kann gerade den Chat nicht lesen. Ich sehe, dass jemand was in Rot geschrieben hat, aber ich kann nicht so drauf achten. Warte, lass mich mal sammeln hier. Da ist noch was drin. Wertvolle Mineralien. Wir können die Leichen von den Viechern aufluten. Mach ich gerade. Wenn ihr gerade dran vorbeirennt, weil dann teilen wir uns die Arbeit auf, sind wir nicht so lange im Schiff. Und die Kisten looten. Wichtig. Das ist ja das kleine Schiff, genau. Da vorne ist noch eine Kiste. Größere habe ich noch nie. Ich habe noch nie ein größeres gesehen. Also es gab ganz am Anfang ja nur eine Form. Also mittlerweile gibt es ja 3-4 verschiedene Formen. Und die hatten obendrauf noch einen Turm und hatten innen auch mehrere Räume drin. Also das hier ist ja so ein Durchgangsschiff. Ja, der Liquid Duck hatte mir nämlich von erzählt, dass er eins gesehen hat und es hätte sich irgendwie verändert. Und dann sagte ich, wie verändert? Nö, also ich kenne das nur in dieser Art. Okay, jetzt ist er weg. Die spawnen ich relativ schnell nach. Aus der Strahlungszone raus. Nö, ich flug noch weiter. Das spawnen nicht ziemlich schnell wieder die Kisten. Genau. Die greifen mich an. Natürlich aufpassen, hier kommen auch Gegner noch nach, ne? Gehen wir nochmal hin und her. Ich bin mal feige und da greift die Flucht. Hast du noch Heilungsspritzen, Bob? Ja, habe ich. Okay. Nee, bis jetzt nicht. Mir geht's relativ langsam runter. Das ist okay. Ja. Ja, du hast auch die bessere Weste an im Moment. Da ist noch eine. Nee, ist leer. Also ich hoffe, ihr habt noch genug Heilungsspritzen und so weiter. Ich habe noch 7. Geh jetzt einfach mal zurück ins Haus und werte dann da mal die ganzen Sachen. Ah, das ist ein Würfel. Den hast du Ja, habe ich. Ja. Wir müssen noch aufpassen, weil genauso wie die Kisten spawnen auch die Gegner. Okay. Jetzt haben wir noch was gespawnt? Nee. Ich kann nur was rumschreien daraus. Naja, es gibt so Fliege, sehen aus wie Fledermäuse im Laserstrahl. So wie das habe ich gesehen, ja. Wie im wahren Leben halt, ne? Ja, richtig, kennen wir, genau. Ah, so schnell spawnt das auch nicht mehr, das war mal schneller. Vielleicht war es zu schnell, die Entwickler haben es dann als zu einfach erachtet und jetzt haben sie es halt ein bisschen runtergeschraubt. Kann absolut gut sein. Das ist so meine Erklärung. Gut, gehen wir hier raus, würde ich sagen, oder? Aber irgendwo habe ich doch gerade was durchglitschen sehen, oder? Ich dachte, ich hätte eben einen von den roten Würfeln gesehen. Nö. Echt, ist er gerade jetzt gespawnt? Nee, ich würde sagen, wir gehen dann raus, wenn jetzt nichts mehr da ist. Ich mach mal eine schöne Lichterstraße aus Defense. Ich habe so viele Bosses. Oh, Friendly Fire. Gebraucht. Ja, ja, ich will immer noch Freund sein. Ja, ja. Er hat es nicht so gemeint. Oh, da ist was. Da ist was. Ja. Okay. Gehen wir vorne raus? Oder? Den looten wir noch. Da ist das Licht aus. So. Sonst noch was? Hier ist noch eine Kiste, nehmen wir noch mit. Ein Rezept. Und dann gehen wir hinten raus. Ne, hier hinten raus, würde ich sagen. Noch was noch mal einmal kurz durch. Nee, nichts mehr. Ja, passt. Dann also wir können jetzt ein Hovership bauen, das Basic. Die Blueprint für gefunden. Ein Garrison-Container. Boah, sind hier viele Die Guardian Viecher. West, also Guardian ist ja die stärkste Rüstung. Was hast denn du da gesetzt an Beacons? Ich hab die Überschüssigen einfach mal rausgehauen. Voll Regenbogen. Und wir haben einen Power-Generator endlich. Boah, Voltronic und Titanium Ingot. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Titan finden für das Teil. Puh, aber dann hätten wir endlich Strom in dem Ding. Also man merkt natürlich bei dem Spiel, für alle, die jetzt noch zuschauen, am Anfang ist es natürlich nicht so einfach, aber es soll natürlich auch am Anfang nicht so einfach sein, denn meiner Meinung nach würde das Spiel keinen Spaß machen, wenn dir alles einfach hingeworfen wird. Hm. Was haltet ihr von Star Citizen? Star Citizen kommt gerade als Frage. Also ich persönlich, Star Citizen, geile Idee, verdammt geil durchdacht und das Projekt, das nimmt ja auch immer mehr Formen an, also ich persönlich hol's mir, aber leider erst, wenn ich einen neuen PC habe, bessere Grafikkarte auf jeden Fall. Und wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, weil wenn, dann möchte ich auch eins der richtig geilen Raumschiffe haben. Ich meine, die Crowdfunding funktioniert ja so, hol dir das Schiff schon jetzt und spiel, wenn das Spiel dann draußen ist, beziehungsweise jetzt in der Dogfight Alpha ist es, glaube ich.
Genau. Und ja, ich möchte dann schon ein geiles Schiff haben, was ein bisschen was hermacht und damit meinen Freunden zusammen. Also wir wollen dann zu dritt, zu viert auf einem Schiff hier kommandieren und jeder jedem seine Aufgabe zuteilen. Und ja, das wird auf jeden Fall geholt, aber erst wenn es noch weiterentwickelt ist. Es gibt jetzt schon eins, man nennt es schon Star Citizen Light. Das hat so ziemlich alles, was Star Citizen hat. Sieht nicht so gut aus, aber wirklich absolut vertretbar, also wirklich gut. Okay, aber nicht von den Machern. Kurz schauen, Devil Dog Gamer hat das präsentiert. Ah ja. Nachher mal kurz nachschauen, wenn wir zu Hause sind. Du hast ja was Schönes hier gesetzt. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ja. Ich habe eine Kettensäge. Für jeden von euch. Und einen Regenbogen hast du gesetzt. Natürlich, der Regenbogen musste sein. Also ich meine, ich mag ja Einhörner und Regenbögen, weißt du ja. Muss jetzt zumindest mal einen Regenbogen machen, wenn es schon keine Einhörner gibt. Hat noch jemand Öl von euch? Ich glaube nicht, ich hatte alles verbraucht. Schade. Dann ist es doch nur eine Motorsäge für mich. Haha. Ich gehe mal riesige Bäume fällen. Oh, die Motorsäge sieht neu aus. Echt? Jo, das ist die neue, die sie letztens in ihrem Blogpost drin gezeigt haben. Also, ich habe noch einen Blueprint. Ich werf den mal hier hin. Oh das? Ja, sieht neu aus, ja. Sieht cool aus. Warte mal, ich werf mal einen Blueprint hin. Da. Dankeschön. Und dann gehe ich gleich mal einen 25-Meter-Baum filmen. Kannst du, und du kannst fällen und du kannst filmen. So kannst du. Nee, kannst du mir die Motorsäge mal geben, dass ich mir mal angucken kann? Läuft die jetzt permanent? Also gerade eben ist Ruhemodus. Bei mir läuft so, knattert im Standby, sagen wir mal so. Ja genau, knattert Motor, läuft, aber. Erst wenn du richtig aufdrehst, dann ist er laut. Ja, das war es ja vorher auch schon. Das war ja hammerlaut, das Ding. Aber eine Motorsäge, die muss auch richtig laut sein. Die muss deine Nacht wecken. Oh ja. Das schaut echt geil aus. Also. Schaut futuristisch aus und brutal. Und laut. Dann gehen wir mal einen Baum fällen, oder? Das hätte ich jetzt gerade mal Lust drauf zumindest. Aber Bob hat seine Protective... Was ist das? Was leuchtet denn da so rot durch den Berg durch? Ja, das ist, glaube ich, das Ding, was keinen Strom hat. Ah ja, alles klar. Ja, das ist so ein Symbol. No Power. Alles klar. Also Generator-Blueprint hätte ich. Wir brauchen bloß Titan und anderes Zeug. Und das müssten wir halt alles erstmal finden. Ja, das schafft man den Livestream nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Das ist klar. Gute aber Nacht, einen Baum kann man filmen. Wenn du mit hinterher kommst. Ich probiere. Du probierst, okay, dann mache ich mal einen Baum, suche ich mir mal aus hier. Hoffentlich verschwindet der nicht wieder. Ich meine, es packt ja manchmal noch in dem Urwald, dass einfach ein Baum verschwindet, wenn man den gerade schön fällen will. Der ist doch gut, der hier oben steht. Ja, genau, der hier. So, dann probiere ich mal die Säge aus. Och Gott, die ist echt laut. Die baut auf jeden Fall schon mal schnell ab. Ich weiß nicht, ob man mich noch verstehen kann. Ja, man kann ihn noch verstehen. Ich stehe auch weiter außer. Und der Baum fällt. Das ging flott, also. Ah doch, jetzt geht's. Oha. Baum fällt samt Wurzel aus dem Boden raus. Bam. Oh, das ist aber. Oha. Ein kleiner Kann eine Repair-Gun machen. Repair-Gun ist. Ja, stimmt, ist die Repair-Gun, die ist auch neu. Haben wir vorhin vergessen. Habt ihr im Livestream mehr Informationen als in so einem Infovideo, was wir für morgen fertig gemacht haben? Ja, gut, wir haben auch nicht vorher uns aufgeschrieben, was alles neu ist. Wir haben es aus dem Kopf gemacht. Hilfe, der Baum überrollt mich. Ja, ich sehe es. Ah. Berg runter. Fortune Terminal. Cool. Ja, das ist, um höherwertige Sachen zu bauen. Das hat dann so eine Reichweite und innerhalb dieser Reichweite kannst du dann... Ich schieb den Baum nur immer weiter runter. Ich hoffe, der hört jetzt mal auf zu rollen. Elimech, gute Nacht wünsche ich. Schön, dass du dabei warst. Gute Nacht. Wieder hören sehen. Na, jetzt ist der Baum aber weg. Jetzt ist er weg, genau. Dematerialisiert. Ja genau, also man hat es ja vorhin zum Glück gesehen, dass wenn man einen normalen Baum fällt, zerfällt er ja nicht auf einmal, sondern man kann ihn stückchenweise, so gesehen auftrennen. Kannst du hier nochmal einen Baum zeigen, ein bisschen hier, Holz abbaut, oder? Ja, kann ich natürlich, also wenn du nochmal, genau hier, nimm einfach mal den Tannenbaum hier. Fäll ich den. Und man sieht, das geht aber sehr schnell. Nach Stückchen draus. Mit der Motorsäge ist ultimativ schnell. Also wow. Das ist also schneller als vorher auch. Vorher hat es doch eine Zeit lang gedauert. Ja. Und auf jeden Fall normale Bäume macht man nur Stückchenweise weg. Mach die Leech kaputt. Ja, ich pack meine Pistole schon aus. Achso, nee, ich dachte mit dem Motorsäge, aber. Oh ja, man. Riech das Ding mal aus. Jetzt hab ich hier Essen. Ich will dich essen.
Oh, das ist wie vorher echt uneffektiv. Na wohl. Naja, es ist besser als mit dem... Ein bisschen Schaden habe ich gefressen. Brauchst du Essen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Nee, ich habe statt auf Heilung, statt auf die Pistole habe ich auf Essen gewechselt. Ey, Sommer. Hat jemand von euch sehr viel Iron Steel Ingots mitgenommen? Oh Gott, ich glaube, die habe ich mal wieder aus Versehen eingepackt. Ja, 56 habe ich. Ich packe die aus Versehen immer ein. Sorry, bringe ich sofort wieder zurück nach Hause. Ja, Entschuldigung. Ich kann eine normale Pistole machen. Oh, da ist ein Leech in die Höhle rein. Wow. Oh, ich merk's gerade. Ist er tot? Raus mit dir. Das ist so dumm. Oh, er ist raus. Nee, ist drin. Aber jetzt ist er tot. So, ich gebe dir mal hier die Steel Ingots. Ich hau sie mal auf den Boden. Ich hoffe, die verschwinden nicht. Hier, nimm einfach alle und mach mal gleich 3 Pistolen, wenn du es hinbekommst. Und dann nehme ich mal diese klobigen Waffen hier weg. Wir haben jetzt kurz vor halb. Ich würde jetzt an dieser Stelle dann den Livestream erstmal beenden, denn der Minjas ist sehr müde. Mhm. Und muss langsam ein bisschen Schlafrhythmus anders kriegen, wenn der Gamescom. Das wird mich auch anstrengend. Wann geht denn das früh immer los? Um 9 geht's immer los. Das war echt früh, also so. Hm? Ja, ja. Und das über ein paar Tage von Mittwoch bis Samstag, das wird auch witzig. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass deine Zuschauer jetzt hier einen schönen Eindruck von dem Spiel bekommen konnten, vor allem die, die sich jetzt während des Livestreams neu gekauft haben. Genau. Jetzt hier mal ein bisschen so Basics vermittelt bekommen. Genau. So, dann würde ich das Spaß gemacht, ist ja schließlich auch. Und Minjas muss noch mit Fischi schnacken. Machen wir. Fischi. Dann, ihr Lieben, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem kurzen Livestream noch. Ich hätte gerne 7 Days to Die gespielt, aber das scheint wohl noch eine Woche zu dauern. Angeblich ja bis Freitag, wenn alles gut geht. Wir werden bei gegebenem Anlass wieder einen Livestream machen. Jetzt bin ich erstmal auf der Gamescom bis einschließlich Samstag. Und gegebenenfalls Samstagabend, wenn wir von der Gamescom zurückkommen, dass wir da vielleicht nochmal den Livestream nachholen mit 7 Days to Die. Wir haben heute ein bisschen Anturn gehabt, wir haben ein bisschen Starforge gehabt. Ich hoffe, ihr hattet eure Unterhaltung trotzdem. Wir sehen uns zum nächsten Livestream wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Einen schönen Samstag. Schlaft gut. Und ja, bis zum nächsten Livestream. Und danke hier an Nick Gaming und an Bandit Bob. Ja, und bitteschön, gerne Nacht. Wieder. Dankeschön. Dann, ja, dir auch. Abend. Schlaf gut, ja. Tschüss. Tschüss, Stream.